Joe Furo kommt gerade von einem Umzug aus Mallorca. Der Lkw-Fahrer der Umzugsfirma Team Wolf ist auf dem Weg nach Vorarlberg. Eine weitere Übersiedlung wartet. Tausende Kilometer liegen noch vor ihm. Das Leben unterwegs wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Bei uns liegt es einfach in der Familie, dass er jeder gefahren ist. Fußballfan und gefahren. Mein Vater war Lkw-Fahrer, war selbstständig. Und ja, dann ist es immer so weitergegangen. Terminstress, knapp kalkulierte Fahrten, Konkurrenzdruck. Die Freiheit auf 8 Rädern ist schon längst keine mehr. Schön ist jetzt nichts mehr, kann ich sagen. Außer man kommt überall hin, man sieht einfach alles. Man sieht ganz Europa, also ich war schon so ziemlich überall. In jeder Hauptstadt bzw. auch Inseln und so. Und das ist einfach das Schöne, dass man halt viele Sachen sieht und erlebt. Ne? Hier wird Joe Furo am nächsten Tag die Möbel abholen. Bei den Buschauers in Altach. Seit 3 Wochen ist die Familie am Einpacken. Die Vorarlberger siedeln quer durch Österreich ins Burgenland. Es ist nicht der Job, der den Vater ans andere Ende Österreichs zieht. Ja, für uns ist mir zuerst wichtig, wir möchten Richtung Selbstversorger gehen. Und dann das andere mit Job, das ist noch nicht so wichtig, das ergibt sich dann. Also ich werde auch ein bisschen schauen unten, eben was man an den Ressourcen, was man da rausholen kann und dass man ein bisschen Spezialitäten von unten vielleicht so nach Vorarlberg verkaufen kann. Also, aber das ergibt sich, da weiß ich jetzt noch nicht so viel. Die 8-jährige Susanna ist ein wenig gespalten, was das neue Leben im Burgenland betrifft. Schließlich muss auch sie dort wieder ganz neu anfangen. Seit einem Jahr habe ich eine gute Freundin gefunden, die mag Pferde gleich wie ich. Und das ist von der Seite, das ist traurig, vom Burgenland ist schön, weil da kann ich dann reiten. Und ja, also ich finde es auch traurig, hier wegzuziehen, weil das eigentlich mein zweites Haus ist. Während die Tochter ihre letzten Lieblingsteile einpackt, werkelt die Mutter in der Küche. Annette Buschauer muss noch Brot backen, putzen und macht sich ein wenig Sorgen. Hoffentlich kriegen wir noch alles eingepackt, hoffentlich wird das noch. Und meine Schwiegermutter hat mich ziemlich bissig gefragt, was macht ihr eigentlich, wenn das nicht alles in den Lastwagen reingeht? Ich mag da gar nicht dran denken, ich weiß es nicht. An die Möglichkeit mag ich nicht denken. So, das muss einfach passen. Vielleicht tut der Herr ein Wunder, wenn nötig. Zu Anfang hat mich, glaube ich, einen Nachmittag mal die Trauer übermannt. Aber inzwischen, vor allem wegen der vielen Unordnung hier in der Bude, ich freue mich auf was Neues. Echt. Rund 43 Kubikmeter Umzugsgut werden umgesiedelt. Nicht nur Möbel, sondern auch kiloweise Biogetreide für selbstgebackenes Brot wird eingepackt. Das wichtigste Utensil der Buschauers wird erst ganz am Schluss verstaut. Das ist ein Osmosefilter. Und der dient dazu, dass das Wasser gefiltert wird und dass man es eigentlich wieder ein gesundes Wasser ist. Also das normal in Österreich im Trinkwasser wird eigentlich, wenn man es krass sagt, Rattengift ins Wasser reingemischt. Also das ist Fluorid. Fluorid nimmt man auch als Rattengift. Und das wird zwangsmäßig in Österreich reingemischt. Und neben den ganzen Medikamentenrückständen und was halt so noch drinnen ist. Und durch den Osmosefilter bekomme ich das Zeugs raus. Und dann habe ich wieder ein schönes, gutes Trinkwasser. Für die Fahrt ins Burgenland darf eine Ration gefiltertes Trinkwasser natürlich nicht fehlen. In Murau ist Nick Allen beim Einpacken. Am nächsten Tag siedelt der Gründer des steirischen Shakespeare Festivals mit einem Kollegen nach Wien. Das Siedeln ist für den gebürtigen Briten nichts Besonderes mehr. 30. Mal, glaube ich. Ich bin 65 mit 17 nach Wien gekommen und habe dann bis 2003 in Wien gelebt. Vom Untermietzimmer, Garçonnieren, Luxuswohnungen zurück in Garçonnieren. Vom 1. Bezirk nach Simmering im 8., im 17. Wie es fällt. Wie die. Und ja, ich lebe halt so, wie die Möglichkeiten gegeben sind. Ich habe da keine Wahl. Das ist schwer. Die beiden Künstlerkollegen siedeln von einem 700 Quadratmeter Haus mit Garten in 2 Wohnungen mit 80 Quadratmeter in Wien. Das Leben auf dem Land war auf Dauer zu teuer. Ich
habe kein Geld, überhaupt keins. Also ist gescheiter, man gibt auf, bevor man pleite ist. Nicht? Das habe ich keine Lust dazu. Sonst mache ich das nicht. Weil es ist an und für sich schön hier, die Landschaft, die Leute. Fehlt einem oft das Kulturelle und so weiter, aber mein Gott, aber dafür die schöne Landschaft. Mehr als 5000 Bücher, Noten und Schallplatten müssen unbedingt mit nach Wien. Für etwas anderes ist dann kein Platz mehr. Klavier muss ich zurücklassen, das macht mich am traurigsten. Das macht mich sehr traurig, aber was soll's? Ich habe keinen Platz im Augenblick und wahrscheinlich nie. Also kann ich nur woanders spielen, nehme halt die Noten mit und schau, wo ich spiele. Ne? Ja, das ist eine Existenz. Wie sagen die Leute hier, Künstler halt. Traum war immer hier ein Studio, Loftwohnung einzurichten in diesem Dachstuhl, aber das hätte horrendes Geld gekostet. Meine ganze Liebe, französische und englische Rosen, habe ich alles seinerzeit von meiner Mutter gelernt in England. Die hatte einen Traumgarten und als wir hier übernommen hatten, hatte niemand 25 Jahre lang irgendetwas an dem Garten gemacht. Es war alles verwildert, Efeu kaputt. Schau den Blick an hinter dir. Von dem trenne ich mich sehr schwer. In Wien siedelt Arno Eresmann innerhalb des 9. Bezirks. Seine drei Kinder und die Frau sind bei den Großeltern in Frankreich. Er selbst überwacht zwar den Umzug, mit Anpacken tut er nicht mehr. Das erledigt alles die Umzugsfirma. Zwei oder drei ersten Mal ja was so selbst eingepackt, mit Freunden umgezogen, wird alles ausgepackt und neu montiert. Und das ist jetzt der dritte Umzug, wo wir nur zuschauen. Wir haben jetzt drei Kinder und es braucht schon eine gewisse Zeit, um alles einpacken. Das spart halt Zeit. Fremde Menschen, die in die persönlichsten Bereiche vordringen. Auch für den Franzosen anfangs eine ungewohnte Vorstellung. Wenn es Sachen sind wie die Küche oder Kinderzimmer, also Spielzeuge, da ist kein Problem. Wenn es Sachen sind, so wie die Kleidung und so weiter, da ist es schon, ist schon etwas persönlicher. Und naja, das erste Mal denkt man schon nach, was sie denken, wenn sie die Kleider sehen oder so. Aber nach ein paar Mal denkt man nicht mehr daran. Also man muss halt mitmachen. Ja. Arno Eresmann ist es völlig egal, ob die Möbelpacker intime Dinge entdecken oder wie die Sachen eingepackt werden. Er sitzt im Wohnzimmer und liest Zeitung. Bis jetzt ist der sehr gut. Also einer von guten Kunden, sagen wir so, sehr guten Kunden. Der ist entspannt, das, was uns eigentlich für uns auch besten ist, weil wenn die Leute da sind und uns Stress machen, dann kann man das nie richtig so machen. Das ist das Richtige. Die Männer schleppen täglich mehrere Tonnen. Viele Möbelpacker sind zufällig zum Job gekommen. Oft wird die Arbeit als Übergangslösung zum Geldverdienen angesehen. Nicht wenige bleiben aber jahrelang dabei. An den allerersten Tag als Möbelschlepper kann sich jeder noch ganz genau erinnern. Sehr schwierig, anstrengend und schwierig. Danach schläft man wie ein Baby, kann ich nur sagen. Schon, ja. Die Firma ist mit ihrem Angebot, zwei Mann plus LKW für 35 Euro die Stunde, extrem günstig. Einige ihrer Kunden sind mitunter knapp bei Kasse. Nicht selten sehen die Möbelparker bei ihrer Arbeit pure Armut. Auch im viertreichsten Land Europas. Weil die Leute, die kein Geld haben, entweder sind die gestresst, die versuchen alles auf die Schnelle. Oder zumindest, wenn ich sehe, dass die kein Geld haben, ist mir irgendwie schwer, das von denen irgendwie was Geld zu verlangen für diesen Umzug. Meistens kommt mir so, wenn es meine Firma wäre, hätte ich umsonst gearbeitet. Es gibt solche Fälle auch, wo ich kein Geld verlangen würde. Arno Eresmann zahlt für den Komplettumzug rund 1.200 Euro. Die Suche nach der neuen, größeren Wohnung hat über ein Jahr gedauert. Es ist nicht sehr einfach für eine Familie, eine Wohnung zu finden. Also, wurde uns mehrmals Nein gesagt, weil
Erstens, weil wir halt nicht gerade Österreicher sind und weil wir auch noch drei Kinder haben dazu. Weil Kinder halt Lärm machen, weil Kinder alles kaputt machen, weil. Es war ziemlich schwierig, ja. Aufgrund einer Verspätung der Fähre von Mallorca nach Barcelona kommt Chofuru 2 Stunden später an. Ein Glück für die Familie, denn fertig ausgeräumt ist noch nichts. Ja, nein, da kann man wieder aufbauen. Da kann man das. Vor die 2 Kästen rein, was die anderen sind. Ja, ja. Nein, vor die eine Kästen. Die Tochter macht ihre Verabschiedungstour, die Mama werkelt noch in der Küche. Jeden Tag, oder? Nein, jeden Tag noch. Vielen hätte ich einen Monat Briefbekünder. Rund 1.500 Euro kostet der Umzug von Altach nach Heiligenkreuz. Familie Buschauer hat, um Kosten zu sparen, nur den LKW plus Fahrer bestellt. Be- und entladen müssen sie selbst. Chofuru hilft nur beim Einräumen. Man muss halt gut schlichten, aber normalerweise geht es ja aus. Es ist halt immer eine Frage des Schlichtens. Man kann es auch verschätzen, aber normalerweise sollte es ja ausgehen. Tochter Susanna ist vom Schlichten des Profis nicht so überzeugt. Man hätte keine dicken Bananenschachteln holen sollen, sondern auch 2 kleine dazu. Dann wär's klar. Ja, das da, Küpperpflichter. Was ist da? Getreide, Dinkel und Bioweizen. Ein LKW plus ein Anhänger. Das muss für den Umzug eines ganzen Hauses reichen. Ich habe nur gehört, dass irgendjemand findet, der Lastwagen ist zu klein. Und alle Leute, mit denen wir bisher zu tun gehabt haben, die haben gesagt, und was ist, wenn ihr das nicht alles reinkriegt? Es ist so fürchterlich und deswegen mag ich gar nicht runtergucken. Ja. Anna, Cashless. Da habe ich noch 25 Kilo. Dinkel. Einer. Nur der. Ja, ja, das ist. Und einen halben Sack Bierhefe. Bierhefe nehme ich zum Salat machen. Ich nehme Apfelessig, Olivenöl und dann ein bisschen Bierhefe, Salz und ja, ein bisschen Chili noch so. Und das wird dann verrührt. Und die Bierhefe ist, schmeckt sehr gut, leicht bitter und ist sehr gesund, hat viel Vitamin B. Das müssen wir irgendwo rausstellen. Das sollte heil bleiben. Das ist so, ja, dann lassen wir das bitte zum Schluss. Aha, ich hab gedacht. Das irgendwo zum Schluss reintun. Vielleicht geht es hier oben aus. Dann ist kaputt. Das geht nicht. Das plötzlich beginnt es zu tröpfeln. Die Möbel stehen längst alle schon im Freien. Joe erlebt so etwas nicht zum ersten Mal. War am Freitag davor, wie wir nach Mallorca für Mallorca laden wollten. Ne? Da war alles draußen gestanden. Auf einmal hat es geschieht draußen in der Steinmauer. Das ist die Hälfte nicht wachsen. Das müssen wir ziemlich machen, deswegen. Dort links. Chofuru hat es als LKW-Fahrer nicht leicht. Die letzten Tage war er ständig unterwegs, an die 4000 Kilometer, fast permanent immer auf Achse. Man kommt schon zum Schlafen auch. Es gibt aber immer wieder halt Tage, wo man nicht zum Schlafen kommt oder einbeißen muss und fahren muss. So wie gestern, vorgestern, heute, morgen. Aber dann ist Schluss, dann ist Wochenende. 8 Uhr in der Früh in Murau. Die Stadt schläft, nur die Künstler sind schon wach. Ja, aber um 5:30 waren wir auf. An sich haben wir alles Kleinigkeiten jetzt, aber die sind so zeitaufwendig, dass es anders nicht geht. Gleich 3 Kleintransporter und 6 Mann werden den Umzug von Murau nach Wien durchführen. Trotz Halteverbotsschildern wird der Platz auf der Straße eng. Gut. Sie können gar noch ein bisschen. Morgen. Also ihr müsst jetzt mit dem von vorne schräg rein, dass sie hier geparkt sind, bis hier. Wir brauchen den Gehsteig nicht, weil sie blockieren die Straße. Das können wir nicht. Kommt und dann fahre ich. Und ja. Die Burschen meinen es ein bisschen zu gut mit dem platzsparend Einparken. Ein Schild ist im Weg. Beim Anblick der über 100 Umzugskartons verschlägt es den Profis kurz die Sprache. Na, das ist halt schon viel. Normalerweise haben wir weniger.
Es hilft nichts. Die Kisten müssen nach Wien. Und die Männer vom Express-Zustelldienst legen ein ordentliches Tempo vor. Die Firma hat der Brite über die Auktionswebsite My Hammer gefunden. Die ganz persönlichen Dinge nimmt Nick Allen selber im eigenen Kleinbus mit. Das gab es, als wir oben schon geschleppt haben. Ich habe schon drei Bus voll mit wirklich schweren Sachen allein in Wien, also hier eingepackt und in Wien wieder ausgeladen. Ja, weil jede Fuhr, die ich selber mache, spart Geld. Die 5000 Bücher sind bald verstaut, fehlen nur noch die unzähligen Bücherregale. Bis Wien. Ich fahre jetzt, aber der Kollege ist da. Okay, gut. So, dann man sieht sich. Zurück in Wien. Hier passiert beim Premium-Umzug des Franzosen ein kleines Malheur. Wird von Lohn abgezogen, alles. Nur nebenbei. Zum Glück ist das nicht so, denn das Umzugsgut ist versichert. Und das Kinderspielzeug hat garantiert keinen Schaden angenommen. In der neuen Wohnung müssen sämtliche Möbel wieder zusammengeschraubt werden. IKEA ist das Komplizierste, zumindest für mich. Umso teurer Wohnung, Möbel ist, umso einfacher ist. Wirklich. Meistens ist nur zum Einstecken. Es gibt fast gar keinen Schrauben, sondern nur Einstecken, aber. Wie gesagt, IKEA ist ein bisschen kompliziert. Auf den Chef der Truppe wartet heute noch etwas anderes. Zwei neu gekaufte Kästen seines geliebten Möbelhauses müssen zusätzlich noch zusammengeschraubt werden. Das bringt den Zeitplan von Almir Besirevic gehörig durcheinander. Das war nicht geplant. Es war gar nichts geplant, weil wir wussten von dem Kästen nichts bis gestern. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir so überrascht werden. Also man gewöhnt sich auf sowas auch. Wie gewohnt das Bild in der neuen Wohnung. Die Jungs schleppen, der Kunde sieht zu. Beim Premium-Service, für das er 1.200 Euro bezahlt hat, muss er keinen Finger rühren. Der ist voll entspannt. Sowas ist auch selten zu sehen. Es gibt Leute, die sich schon um ihre Sachen kümmern, also ein bisschen zumindest, aber das ist okay. Jeder Tag bei den Möbelpackern ist anders. Sie wissen nie, auf welche Leute sie treffen werden und vor allem, wie es in der Wohnung im Inneren aussieht. An eine Übersiedlung kann sich Almir Besirevic allerdings noch sehr gut erinnern. Wir konnten von Gestank nicht reinkommen in die Wohnung, weil da haben nur Katzen und Hunde gelebt. Und die Besitzerin, das war nur Katzen- und Hundewohnung eigentlich. Da hat keine Person gelebt. Der Person hat nur die Katzen und Hunde da gefüttert und keine Ahnung, da hat sie zweimal am Tag vielleicht besucht und das war's. Wir mussten das trotzdem, das wird alles entrümpelt gewesen, aber wir mussten das einpacken, weil es war viele Katzen, Hunde, Haaren da, also alles Mögliche da, was ein Tier aus sich lassen kann. Also wirklich unangenehm bis zum geht nicht mehr. Das Einsortieren im Bad übernimmt Arno Eresmann selbst. Die restlichen Utensilien werden aber von der Umzugsfirma wieder ausgepackt und eingeräumt. Ich habe auch eine Küche und ich weiß, über was hingeht. Putzmittel, immer hier, Geschirr, da oben, Gläser und so weiter. Das ist immer, fast immer das Gleiche. Zwei Übersiedlungstage sind fast zu Ende. Die Burschen sind müde, der Hausherr auch. Ich bin gestern ein bisschen spät nach Hause gekommen, da wir in Frankreich waren, das Wochenende. Und ja, seit heute Morgen auf den Füßen, nicht wirklich gesessen, schon ein bisschen anstrengend, ja. Also es ist alles fertig, Küche ist schon ausgepackt, wird schon ausgepackt und das machen wir eh fertig. Okay. Wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß noch. Vielen in der Dank. Neuen Wohnung, Ihnen und Ihrer Familie. Danke. In Maria Enzersdorf wohnt Eleonore Sorantin. Das Stiegensteigen macht der 78-Jährigen schwer zu schaffen. Deshalb will sie direkt ins Zentrum von Mödling in ein Haus mit Aufzug ziehen. Ich ziehe zum 13. Mal um. Und da habe ich das immer selber gepackt.
Aber jetzt bin ich körperlich nicht mehr in der Lage, diese Arbeit noch einmal zu tun. Dieses ewige Hinunter und Hinauf und Tragen. Und das sage ich diesmal nicht. Und meine Jungen leben ja nicht hier. Daher kommt keiner. Aus USA wird keiner kommen, mir helfen. Die eine Tochter ist auf Urlaub gefahren. Und die andere ist gerade selber umgezogen. Das Premium-Service der Firma Frachtmeister kostet 1.490 Euro. Sämtliche Möbel werden besonders sorgfältig verpackt und in der neuen Bleibe wieder aufgestellt. Der Abschied von der Terrassenwohnung fällt der gebürtigen Steirerin nicht schwer. Ich schließe dann ab. Ich bin in dem Punkt, bin ich pietätlos. Genauso, wenn ich mir ein neues Auto gekauft habe, ich habe dem alten nicht eine Minute nachgeweint. Ich habe gesagt, weg, jetzt habe ich ein neues. Und jetzt lebe ich schon selber dort. Warten Sie, da drinnen ist auch noch allerhand. Ich würde erst mal das sagen, was, also was Sie noch brauchen. Die Zahnpasta brauche ich, weil die ist am Ende. Mhm. Und das können Sie haben. Morgen werde ich halt verzichten. Ja, wenn Sie, Sie beschriften mir das auch, ja, damit ich das dann, ja, wenn ich es brauche, das andere kann man. Das brauche ich noch. Weil schön sein will ich doch auch noch. Ne? Mhm. Und was brauchen Sie da noch? Das auch, das brauche ich, einen Duft brauche ich auch und das brauche ich auch. Also das brauchen Sie jetzt? Das brauche ich alles, ja. Mhm. Dann legen wir das da. Das auch. So. Das Tempo der Möbelparker ist für die Pensionistin fast ein bisschen zu schnell. Den Kaffee habt ihr schon weg, ne? Schon weg, ja. Ja, dann kann man den nicht noch haben, sonst habe ich. Den habe ich schon weg. Ja. Den haben sie schon weg. Ja. Oder hole ich jetzt Mittag einen Kaffee, wenn es am Wald ist? Nein. Dann gehe ich auf einen Kaffee, dann nehme ich ihn auch mit. Nein, das ist noch cool von jetzt. Was haben Sie? Ich kann gar nicht so schnell denken. Dort und da. Was ist jetzt? Das ist noch cool von jetzt. Was haben Sie? Jetzt haben sie es weg, die haben wir gerade da hergestellt. Ah, die haben es da hinten. Da haben sie es da lassen wir stehen gleich. Lassen wir da. Dein Umzug ist ja doch auch eine Belastung, auch für den Kunden. Ja, und dann ein Stück weit muss man halt auch verstehen als Arbeiter, dass das für den Kunden halt auch eine schlimme Situation ist. Nicht so einfach ist. Und dann natürlich, ich meine, es ist vielleicht eine Charaktersache dann auch noch, aber dann natürlich ist. Ist klar, dass der Kunde nervös ist und ein bisschen gereizt oder Angst um seine Sachen hat. Mehr als 40 Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen. Permanente Schulungen sind Pflicht. Teamleiter Thomas will privat lieber keine Kisten schleppen. Ich musste Gott sei Dank noch nicht übersiedeln. Und ich fürchte mich vor meinem eigenen Umzug. Lustig irgendwie, weil ich mache jeden Tag einen Umzug. Aber ich arbeite halt sehr viel und dann müsste ich vielleicht noch dann am Abend noch meine Sachen einpacken. Ich musste noch nicht übersiedeln und ich hoffe, ich. Also komisch, dass ich anhört, ich hoffe, ich muss auch nicht übersiedeln.